Moin Moin und willkommen zurück. Sekiro spielen wir weiter. Und wenn ihr es euch getan habt, abonniert mich doch, wenn ihr dieses Video mögt, beziehungsweise die letzten Videos gemocht habt, dann macht das bitte. Ich würde mich freuen, über jeden einzelnen Abonnenten freue ich mich, der mir bei meiner schwachen Leistung hier zuschaut. Okay, so, wir gehen einfach mal weiter. Wir sind jetzt gerade in der Vergangenheit, zwar 3 Jahre zuvor, und sind im, ist das hier Hirata Anwesen? Wie hieß das Ding? Mal gucken hier. Kann ich das irgendwo sehen hier eigentlich? Kann ich hier irgendwo so eine Karte holen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich glaube Hirata Anwesen, irgendwie so heißt das, glaube ich. Mal gucken. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es genau hieß. Ist auch nicht so schlimm. Aber wir sind auf jeden Fall vor 3 Jahren, wir sind sozusagen in einer, wie nennt sich das denn? Ich würde sagen in einer, oh nein, nein, was macht er? Ja. Leichte Verbrennung, wie man sieht. Könnte ich mit diesem Pulver, glaube ich, wegmachen, was ich habe. Aber ist jetzt auch egal. Ja. Jetzt ist es zu spät, aber wir werden jetzt, glaube ich, mal überlegen, wen wir davon als erstes killen. Natürlich mehrere, da drüben sehe ich auch schon welche wieder. Aber wir wollen erstmal die hier auf dem Gang haben, glaube ich. Das heißt, gehen wir hier runter. Was schwebt denn da? Was war das? I don't know. Da ist auch was. Mal gucken wir das. Was das ist da. Alles einsam, was wir finden. Oh, das ist Konfekt, okay. Das sollte ich vielleicht mal nehmen, wenn ich gegen einen Boss kämpfe. Nur so nebenbei. Ja. Ein Typ mit einem Bogen. Hat er mich gesehen? Nee. Ja, doch, ne? Aber den müssen wir als zweites killen. Das erste Mal den mit der Fackel da. Hat er eine Fackel in der Hand? Der hat doch keine Fackel in der Hand mehr drauf. Oh. Das ist nicht mein Ernst. Verdammte Axt. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Oh. Wow, schnell hier rüber. Heieiei. Ich weiß, dass die Gegner jetzt wiederkommen. Wir machen es trotzdem. Pass auf, wir machen einmal. Wir rasten einmal, dann kommen die Gegner wiederkommen, dann killen wir die nochmal. Aber dann habe ich jedenfalls alles wieder, weil ich glaube, das war einfach ein kleiner blöder Fehler gerade. Wir müssen von oben irgendwie killen. Wenn wir gar nicht in die Verlegenheit kommen. Aufgedreht da unten. Mann, ich werde immer diese Linie stellen, weil ich hier den falschen Knopf drücke. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie ist es dumm. Ah, nehmen wir hier links. Gehen, damit er uns nicht trifft. Komm her. So. Wer hat denn auf uns geschossen? Der Kasper. Muss kurz gucken.
mehr hier, ne? Gut. Ja, gut, ne? Aber... So, hier könnten wir öffnen, wenn wir wollten. Aber wir gehen erstmal hier... Guck mal, da unten ist eigentlich einer. Oh, das sind 1, 2, 3. Gucken, ob wir die gekillt kriegen. Hier drin einer? Ne, das hier oben, ne? Okay, ein ganzes Dörfchen hier, was wir da oben sind, auch mit Wölfe und... Wer hat mich gesehen? Ach, der scheiß Bogenschütze. Okay. Was machen wir denn jetzt da? Okay. Er kann mich auf jeden Fall nicht mehr sehen. Hier geht einer mit der Fackel rum. Boah, schau, wie es brennt! Wer auch immer das ein Feueratemfass genannt hat, hat nicht übertrieben. Ich spüre, wie meine Stimmung steigt. Du hast recht. Ich wurde im Anwesen nie gut behandelt. Aber so ist das wenigstens ein guter Abschied. Okay, da drin finden wir wahrscheinlich unser nächstes Modul, wovon auch der Händler gesprochen hat. Müssen wir mal gucken, was wir irgendwie... Da sind noch ein paar Leute killen hier, wie wir sehen. So, mal gucken, es sind ein bisschen zu viele, um die alle auf einmal umzubringen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen... Na, erstmal sammeln wir das hier ein. Keramiksplitter mal wieder. So. Okay, hier ist noch nicht so viel zu sehen. Er hat mich gesehen. Vielleicht kann ich den trotzdem noch irgendwie. Na, er hat ein bisschen Angst. Er ist ein bisschen weiter weg, wie man sieht. Er geht auch gerade zurück. Gebetene Gäste haben. Das sind zwei. Hätten wir gerade eben schon gesehen.
Arkose Konfekt. Iss davon und nimm die Arko-Haltung ein, um einen unmenschlichen Segen zu erhalten. Die Geister verkörpern überschüssiges Karma, muss hart auf das Konfekt beißen. Ja, drei Leute, okay. Ach, sollten wir vielleicht auch über wegflanken, oder? Auch alle weg. Kühlchen, perfekt. Die kann man immer gut gebrauchen. Okay, jetzt haben wir eigentlich ganz gut aufgeräumt hier, oder? Den links laufen. Das kann man nicht kaputt machen, okay. Das ist so oder so muss ich da irgendwie rein. Ja, irgendwas drin. Wofür die genau sind, weiß ich noch nicht, aber krieg ich schon noch raus. Machen wir anders. Was ist mit dem? Hängt er da fest? Öl. Reines Öl. Wenn das Gefäß zerbricht, wird alles in der Nähe mit Öl bedeckt. In Öl gebadete Feinde können vielleicht in Brand gesteckt werden. Ah, okay. Warte mal. Kommt eine runter?
weiter, ne? Denkt sich auch, mein Gott, was ist hier passiert? Sind die alle tot? Tja. Riecht aber. Kühlchen. Löschpuder. Gut. Flammenlauf. Ah, das ist das Ding hier, ne? Was wir brauchen für unser Modul. Ey, da ist irgendwas auf den. Da hinten, der ist auch irgendwas, seht ihr das? Da kommen wir glaube ich nicht hin. Können wir schwimmen? Ich glaube, wir können nicht schwimmen, ne? Nee, wir können garantiert nicht schwimmen. Probiere ich jetzt gar nicht. Ihr wertlosen Bastarde. Seid gegrüßt. Ihr seid ein Shinobi, wenn ich mich nicht irre. Nehmt die Shinobi-Axt aus dem Tempel und spaltet ihnen ihre Schädel, bitte. Ich versuch's. Leichte Geldbeutel, okay. Gott, ist der mich gar nicht gesehen, als ich da reingegangen bin. Hat mich schon gerade gewundert. Da drüben auch noch einer. Ich kann da kurz hoch. Was sie sagen. Brennen wir jetzt diesen Tempel nieder, Anführer? Nein, lass ihn. Weiter zum nächsten. Aber wenn es dort Opfergaben gibt, könnten wir sie zu Yuzo-sama bringen. Genug, wir bestehlen Buddha nicht. Wie oft muss ich dir das noch sagen, bis es in deinen dicken Schädel geht? Bitte nicht wütend werden, Anführer. Es tut mir leid, dass mein Schädel so dick ist. Okay, die Synchronisation ist wirklich ein bisschen schlecht, gebe ich zu. Hier drin. Shinobi-Axt der Affen, eine schwere schwarze Eisenaxt, die von Shinobi verwendet wird, wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesenmodul. Okay. Gut, jetzt haben wir schon zwei neue Prothesen, glaube ich, ne? Ist noch irgendwas anderes? Nee. Aber die Sachen haben wir schon mal nicht schlecht. Hui. Oh nein, ich hab nicht gelesen. Gokans Konfekt. Das ist bestimmt auch wieder irgendwas. Ich kann mal durchlesen ein bisschen. Hier, kann ich hier was dran machen?
Nein! Der hat mich echt gekillt, dieser blöde Bastard. Ich muss aufpassen, was er macht. Das war wirklich dumm. Das war eigentlich Schuld, das war einfach zu leichtsinnig. Ich dachte, ich könnte die so locker platt machen. Echt wahr? Hat mich echt so ein... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mich da so platt machen kann. Ich grüße euch, mein Herr. Das ist er doch. Wolltet ihr auch gerne Dinge? Der Händler, oder? Mein Herr, ihr seht aus wie ein Shinobi, glaube ich. Sucht ihr was Bestimmtes. Aber egal, ich war bereits vor euch hier. Seid wachsam dort draußen. Ach, übrigens, auf dem Weg hierher habe ich eine dreistöckige Pagode auf einer Klippe entdeckt. Eine wirklich edle Pagode. Ich wette, dass dort irgendein Schatz versteckt ist. Muss einfach. Zumindest glaube ich das. Hm. Das ist der Händler, okay. Den haben wir schon mal getroffen. Da hinten ist doch irgendwas. Was ist das denn? Komme ich nicht einfach so durch? Aber ich kann hier rüber. Ist hier unten irgendwas? Jizo, kleines Buddha-Abbild im roten Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jizo-Statue steht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sicherstellen, dass das kleine Wesen ein friedliches Leben hat. Okay. Also ich könnte es benutzen, um dann nochmal aufzuerstehen. Weil ich es richtig verstanden habe. Oh, nicht verkehrt. So, hier drüben waren noch ein paar Gegner. Sogar. Okay, was sie sagen. Los, aufmachen! Sonst setzt's was! Ich kann euch da drin flüstern hören. Wenn ihr euch jetzt nicht ergebt, werdet ihr später bereuen. Könnt ihr mich hören? Sagt doch was! Bitte versucht euch nicht zu bewegen. Dadurch werden eure Wunden noch schlimmer. Nein. Ich muss gehen. Unter den Banditen befindet sich ein Shinobi-Jäger. Er besitzt großes Können. Wenn ich mich ihm nicht stelle... Kommt nicht in Frage. Nicht in eurem Zustand. Ein Shinobi-Jäger? Das hört sich gar nicht gut an. Okay, was haben wir schon zugehört? Shinobi-Jäger klingt sogar richtig bekloppt. Ihr seid der Shinobi des jungen Meisters. Ja. Wozu seid ihr gut? Man hat nichts von euch gesehen, als hier alles vor die Hunde ging. Moment. Sagt mir, dass ihr sie nicht selbst hierher geführt habt. Der Zeitpunkt ihres Angriffs war perfekt. Normalerweise hätten diese Banditen keine Chance gehabt. Ja. Ja, ihr müsst es gewesen sein. Sterbt! Sterbt, Verräter! Hä? Na gut. Er denkt, wir sind Verräter? Mach mal. Voll auszudenken. Interessiert uns nicht. Wie ist er denn? Wer seid ihr? Ich bin kein Dieb. Ihr
gehört zum jungen Herrn. Oh, dem Himmel sei Dank, edler Shinobi. Diese dreckigen Banditen haben es auf den jungen Herrn abgesehen. Sie haben bereits den Hügel erklommen und das Anwesen in Brand gesteckt. Sieht aus, als gäbe es für den jungen Herrn keine Fluchtmöglichkeit. Ich flehe euch an, Shinobi. Rettet den jungen Herrn. Ich vertraue euch das an. Gegenmittel, Puder. Ein starkes Gegenmittel, das vom Clan des versunkenen Tals erschaffen wurde. Heilt die Statusanomalie Gift und erhöht vorübergehend den Giftwiderstand. Magnetitvorkommen wurden im versunkenen Tal gefunden. Ein Gegenmittel ist unnütz für jeden, der versucht, das Erz abzubauen. Ich hoffe, dass euch das hilft. Das werde ich. Ja, das wird es, heißt es. Okay, wir müssen schon aufpassen. Da kommt noch so ein Heini runter. Okay, er geht wieder hoch. Gibt es hier noch irgendwas, was wir machen können hier? Ja. Die Frage, wie wir da hochkommen am besten. Die haben beide ein Schild. Oh, das wird schwierig werden. Und da hoch komme ich auch nicht, ne? Ich kann mich nirgendwo hochziehen. Kurz. Jetzt kann ich ein Prothesenmodul. Okay, warte mal. Wir benutzen das Ding mal. Ach, das kann man. Ah, okay, das kann man wahrscheinlich hier gar nicht. Gut, dann müssen wir was anderes einsetzen. Und zwar. Okay, war noch besser denn dieses Gokans-Effekt. Okay. Ich überlege gerade, wie wir das am besten anstellen. Dass nicht alle runterkommen oder nur er runterkommt. Die beiden müssen wahrscheinlich so entgegentreten, ne? Okay, dann müssen wir versuchen, einen fertig zu machen. Wenn er runterkommt. Sehen, aber ich weiß nicht, ob er da runterkommt. Komm her! Komm du zu mir, dann soll ich zu dir kommen. Achso. Ich
Problem, ne? Ah, gehen wir nicht rückwärts, gehen wir gleich vorwärts hoch, damit ich nicht von hinten killen kann. Waffe. Obwohl, das wird er nicht machen, das ist dumm, ne? Das hat er nicht gesehen, okay. Eigentlich mit dem Stellen, um zu sehen, wie der kämpft. Ne? Ich gehe noch weiter hier nach hinten, dass er mich gar nicht sehen kann. Dann müssen wir uns gleich nur beeilen, wenn er sich umdreht vielleicht. Aber er dreht sich anscheinend gar nicht um. Das ist ja nicht der Dümmste, ne? Ganz hoch? Ich nicht, ne? Kann mich ja einer sehen von? Will ich nicht, ne? So. Kann ich den einfach von hinten killen, den Typen? Mist. Ich glaube, man könnte vorher nochmal speichern, aber das kann man anscheinend gar nicht. Das ist nicht blöd. Da kommt irgendwann nicht hinter mir hergerannt, das ist schon mal gut. Aber gibt hier keinen Speicher auf? Anscheinend nicht, ne? Ich hab zumindest keinen gesehen, das ist natürlich ärgerlich. Ach, das ist ärgerlich. Den Kampf, den würde ich mir ganz gern geben, aber... Weg!
Ah, das war eigentlich ganz gut, aber ich glaube, nochmal klappt das nicht mit dem, oder? Noch mal lässt er sich nicht an der Nase rumführen. Ich dachte, den könnte ich vielleicht auch nochmal irgendwie linken. Das klappt anscheinend nicht. Gehen wir hier hin und warten mal, bis er... runter, ich guck mal kurz. Schade. Die Musik ist weg. Vielleicht ist er jetzt ja wieder in der anderen Phase. Ach, hat er beide wieder, okay. Man muss ihn auf jeden Fall, einmal muss ich ihn auf jeden Fall... Okay. Können wir natürlich auch nicht einfach so. Oh nein! Oh. Ja, wir haben fast, wir haben kein Leben mehr, ne? Über den Ball. Okay, das war doof. Ha, ärgerlich. Das ist richtig viel zu tun hier, ne? Göttliche Hilfe. Die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Sinn gehen in den Tod verloren. Aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Fluss bewahren. Okay.
cool, aber das Problem ist, dass ich ganz schön viel Verlust gemacht habe schon. Ihn zu killen. Passiert auch mal. Hm. Die ganzen Leute da. Das, was man schon eingesammelt hat, hat man auch eingesammelt. Da muss man nicht nochmal hier reingehen und die ganze Kacke einsammeln. Nee, okay. Hält dich fest. Hängt er jetzt, gibt's doch gar nicht. Wie dumm war das denn hier? Mal von mir. Hey! Was macht er da? Warte.
Okay, also wir, weißt du, wir müssten eigentlich kurz nochmal zurückgehen und unsere neuen Module reinpacken lassen und auch vielleicht. Wenn wir schon Module drin haben, dann müssen wir zwar alle nochmal killen. Hätte ich gleich eben mal machen sollen, aber dann haben wir auf jeden Fall die ganzen neuen Sachen, oder bin ich jetzt verkehrt? So, reisen wir mal. Das macht doch Sinn, glaube ich. Schauen wir mal. Also, ich glaube, das sind wir nämlich halt wieder da durch, so. Das haben wir nicht gefunden, aber wir haben doch hier was gefunden. Du bist also zurück. Yes. War das ein Traum oder war es real? Ob es ein Traum war oder Realität, okay. Ich weiß es nicht. Es gibt eine Sache, die ich dir verraten kann. Der große Buddha hält es für sinnvoll, alte Erinnerungen in dir zu wecken. Was du gespürt hast, woran du dich erinnert hast, davon hängt alles ab. Ich weiß nicht, ob das, was ich gesehen habe, auch wirklich geschehen ist. Das tut niemand. So. Guck, wir haben ja ein paar Prothesen. Ich kann's was machen. Also, wir haben auf jeden Fall dieses Flammenrohr. Und dann die goldene Axt. Hm. Die Shinobi-Prothese. Es scheint, dass du dich gut an sie gewöhnt hast. Hier, das ist für dich. Prothesen. Okay, aus der Feder eines Mannes, der den Vater schon durchlassen hat, seinen Angriff schon kann. Was ist das? Darin findest du die Möglichkeiten, deine Feinde mit deinem Fangzahn zu beißen. Mit anderen Worten, Kampftechniken für deine Armprothese. Ich verstehe. Ich dachte, dass diese Prothesenkampfkünste niemals wieder gebraucht würden. Aber es scheint, dass ich mich geirrt habe. Okay. Dann ein andermal. Du findest hier jederzeit Zuflucht. So, jetzt können wir die wechseln. Ausgerüstet-Prothesen-Module wechseln. Achso, ich habe ja keine ausgerüstet, ne? So, müssen wir hier wählen. Also wir nehmen mal hier die. Das Ding nehmen wir noch. Und das nehmen wir auch noch. Und zack. Kann ich jetzt hier gar nicht ausprobieren. Okay, ich hab mal, ist nicht, kann ich nicht machen. Ein Flammenrohr, okay. Kann ich da nochmal hinreisen oder geht das nicht? Ja, passt denn auch. Wenn ich irgendwie das reise, kann ich. Lass uns doch nochmal dahin. Wir wollen ja auch wissen, was da oben passiert, ne? Gut, Feuer ist jedoch überaus wirksam gegen sie. Jetzt haben wir ja das Feuerding, jetzt können wir auf jeden Fall das andere nochmal irgendwann machen. Mich nicht mehr jagen. Komm schon. Hey, pass doch auf. Yeah.
rein! Oh. Alter! Nein, das ist nicht euer Ernst, ey! Mach ich denn da? Na, Mutter. Ist euer Ernst? Anne. Dumm. Gut. So, sterben dürfen wir eigentlich nicht mehr. Irgendwo uncool. Schneichten da. Ich würde ja ganz gerne mal das andere ausprobieren, da nochmal. Weil die, das Ding nicht, sondern einfach mal das Feuer gehen. Und los geht's. Richtig gut war das nicht, gebe ich zu. Egal. Gar nicht mal so gut, wollte ich gerade sagen. Dann sind die beiden okay.
So, kann man hier die Fertigkeit noch direkt hier machen eigentlich? Oder kann ich die... Wo konnte ich die nochmal ausrüsten? Also ausrüsten, klar, aber... Oh, ich kann noch keine... Egal. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück und die neue Fertigkeiten erlernen. Das können wir jetzt hier nicht machen. Was auch nicht so schlimm ist, aber... Leider habe ich nicht mehr so viel Leben. Und jetzt noch wieder ganz... Für den anderen Hände schon. Nein! Mann! Leer gefegt. Auch gehört, also eigentlich kennen wir das Ganze hier ja schon. Oh Gott, das ärgert mich gerade total. Ich habe alle meine Punkte verloren. Ah, dumm. Das war's. Huch. Was passiert? Oh, ich wach bei ihm wieder auf. Weil er im Traum war vielleicht? Ich weiß nicht warum. Du bist also wach. Ja? Es scheint, das Schicksal will dich immer noch nicht tot sehen. Na toll. Voll ist in den Bildhauer. Von irgendwo ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Butterstatuen an, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Der Besitz des Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfäule. Drachenfäule wird nicht durch Auferstehung verursacht, sondern kann auftreten, wenn der Wolf wiederholt endgültig stirbt. Je mehr Fäule-Essenzen der Wolf hat, desto geringer sind die Chancen auf göttliche Hilfe. Okay. Die Frage, wie man es wegbekommt. Was ist los? Drachenfäule. Der Stillstand läuft über und verbreitet sich. Eine Krankheit, die mit dem Tod endet. Was? Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich bin nicht normal, weißt du? Es fällt mir schwer, jetzt darüber zu reden. Emma soll dir den Rest erzählen. Okay, fragen wir Emma. Emmy, erzähl, was ist los? Habt ihr den Bildhauer gesehen? Ja. Ja. Ich weiß nur, was Dogen mir vor langer Zeit gesagt hat. Das Drachenerbe gewährt die Macht der Auferstehung. Doch das ist keine gewöhnliche Macht. Regelmäßige Nutzung führt zum Stillstand und läuft dann über. Wer nicht über die Macht verfügt,
wird krank. Die Krankheit nennt sich Drachenfäule. Er wusste viel darüber. Dennoch konnte er trotz seines Wissens kein Heilmittel finden. Vergebt mir. Kann man diese Drachenfäule irgendwie behandeln? Das weiß ich nicht. Aber sie muss aufgehalten werden. Ich muss die Aufzeichnung meines Mentors durchsuchen. Vielleicht findet sich ein Weg. Danke. Ich habe keine, okay, schade. Auf Wiedersehen. Okay. Trotzdem gehen wir ganz kurz mal hier ran. So, wir haben ja ein bisschen was. Was gibt's denn hier so? Was ist denn das hier? Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Mikiri-Konter. Ermöglicht Konter in feindlicher Stoßangriff durch Stampfen auf die Waffe eines Feindes. Fügt der Erhaltung schweren Schaden zu. Fast unmöglich, schnelle Stöße richtig zu erkennen. Außerdem sind die Augen eines Shinobis. Was ist das hier? Loop parieren. Ermöglicht abwehren oder parieren feindliche Angriffe in der Luft. Erhöht die maximale Anzahl an Geisteremblemen, die du besitzen kannst. Okay. Prothesenkünste, was ist das denn? Gewährt die Shinobi-Kampfkunst treibender Schnitt. Dieser Shinobi-Kampf ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorn. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst. Erschleudere ich mit dem Greifhaken auf einen Feind und nutze den Schwung für einen rollenden Schwertangriff. Oh, das ist doch cool, das nehmen wir mal. Klingt zumindest gut. Gewährt die Kampfkunst Nachtschwalbenhieb. Emmas Medizin erhöht die Heilwirkung von Erholungsobjekten. Kann ich aber noch nicht nutzen, ne? Doch, geil. Das machen wir. Das ist doch gut. Gut. Greifhakenangriff. Den Greifhakenbewegung, Greifhakenangriff. Nutze den Schwung in der Landung, um eine mächtige. Okay. Sehr gut, auf jeden Fall was gelernt. Nicht so viel. Aber ich denke, das soll es auch gewesen sein für heute. Sonst wird es echt wieder so ein bisschen zu lang. Das ist sowieso, ich wollte die Folgen eigentlich nur 30 Minuten lang machen. Jetzt sind sie immer eine halbe Stunde. Aber die nächsten werden ein bisschen kürzer werden, denke ich. Trotzdem ist das so, es saugt eigentlich einfach auf. Deswegen ist man die ganze Zeit in Gange. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.